Unberührte Natur oder Bauwerke sollten, so wie sie seit Jahrzehnten bestehen, auch belassen werden. Gerade in den letzten Wochen konnte jeder erfahren, was passieren kann, wenn Rückhaltebecken zurückgebaut werden und dadurch die Fließgeschwindigkeit von Flüssen deutlich erhöht wird. Insbesondere bei hohen Niederschlagsmengen, wie wir sie in den letzten Wochen vermehrt hatten, würde dadurch die Hochwassergefahr im Tal bei einer weiteren Ausführung solcher Maßnahmen, wie sie unter anderem auch bei dem Gewässerverlauf des Schwarzenbächles an der Schwarzen Säge bei Görwil im Kreis Waldshut geplant ist, drastisch erhöht werden. Wollen wir das? Dazu kommt, dass das aktuell vorhandene Stauwehr den optimalen Löschwasserschutz bietet. Gleichzeitig wird der Eigentümer von der Behörde dazu genötigt, ein neues Becken für Löschwasser zu bauen. Am Dienstag, den 20. Juli 2021, beginnen diese Rückbauarbeiten am Gewässerlauf des Schwarzenbächles an der Schwarzen Säge. Diese Arbeiten wollen viele Gegner verhindern, indem eine Sitzblockade geplant ist. Mit einer Menschenkette wollen sie einen Streitbagger stoppen. Die Sache wurde erstmals erwähnt, 1595. Da wurde ein Lehnsbrief ausgestellt für einen Sennen, damit er hier eine Wasserkraft betreiben kann. Wobei die schon 2 Jahre schlichtweg untersagt ist, auch nicht betrieben wird. Und es geht jetzt darum, um die Erhalt dieses Staus hinter mir. Eine wunderbare große Wasserfläche, Größe vom Fußballfeld. Hier hat die Grünen vom Hotzenwald Bernd Walaschek mit 24 anderen Personen eine Petition eingereicht. Und da geht es jetzt darum, wie demokratisch man sich verhält mit der Petition. Der Bagger steht seit Montag bereit. Die ca. 1 Meter hohe Schwelle soll abgerissen werden, weil die Maßgabe ist, dass alle Flussläufe offen, durchgängig gestaltet werden sollen. In unseren Augen ist es überflüssig, weil eine Fischtreppe würde hier völlig genügen. Außerdem ist 200 Meter unterhalb ein 5 Meter hoher Wasserfall, der eigentlich diese Maßnahme ad absurdum führt. Wenige Meter entfernt wurde bereits im Auftrag des Regierungspräsidiums eine Fischtreppe gebaut. Offenbar genügt eine solche in diesem Fall nicht. Also wir hatten die Petition eingereicht mit der Hoffnung, dass sich der Petitionsausschuss hier vor Ort ein Bild macht. Und ich glaube, wenn man hier steht, dann sieht man, wie verplant das hier alles ist. Das sind offensichtlich Schreibtischtäter, die sich hier ausgedacht haben, was zu tun. Und letztendlich bleibt es an einem Privatmann hängen, weil dem kann man gut ans Leder. Die Schluchsewerke mit ihrer IBA-Fassung da unten und fast 2 Meter Schwelle, die sind bis jetzt nie belangt worden, wo wir das schon seit über 40 Jahren fordern. Viele streng geschützte Pflanzen wachsen hier im Lindauer Tal. Eben das Lindauer Tal hier hat ja 7 Hochmoore und da gibt es jede Menge streng geschützte Pflanzen. Und unsere Auffassung ist auch, dass jeder Rückhalt hier, jeder Rückstau in der Region dafür sorgt, dass zum einen natürlich das Grundwasser gespeist wird und zum anderen, dass auch immer wieder Wasser rückgehalten wird, was sonst aus den Mooren abfließt. Also es ist ja nicht so, dass das Wasser jetzt hier hoch in die Moore fließt, aber wenn das Wasser hier nicht ist, fließt es natürlich aus den Mooren runter. Das heißt, wenn hier diese ganzen Stufen wegfallen, dann hat das Wasser eine schnellere Fließgeschwindigkeit. Jetzt haben wir ja sehr schwere Unwetter und Hochwasser gehabt. Wie schätzen Sie das ein, wenn solche starke Regenfälle in Zukunft kommen für die Region? Ich glaube, jede Rückhaltmaßnahme, die irgendwo existiert, wird in Zukunft wichtig sein. Und hinsichtlich dieser Überschwemmungen, wie wir sie jetzt gerade letzte Woche hatten, wird da ganz viel neu zu bewerten sein. Wo fließt denn das Gewässer alles hin, was hier vorbeikommt? Also was hier runterfließt, das fließt dann unten mit dem Ibach zusammen. Dort ist dann eben diese Schluchsewerkfassung, die den Großteil des Wassers abzieht für ihren Pumpspeicher, so als Zusatzgewinn. Und dann bleiben 25 Sekunden Liter übrig, die fließen runter zur Alb. Und diese 25 Sekunden Liter, die übrig bleiben, sind im Sommer oft kritisch für die Wasserlebewesen in diesem Ibach, wie er dann heißt. Und der fließt in die Alb in Rhein, der Rhein in die Nordsee. Gibt es irgendwie eine Zwischenlösung, mit der sie leben könnte, wie das Regierungspräsidium eventuell auf sie entgegenkommen könnte?
Also hier wurde von Naturschutzorganisationen schon einiges gebaut an Fischtreppen. Und so eine Fischtreppe, würden wir eigentlich erwarten, kann auch das Regierungspräsidium hier bauen. Und wir sind überzeugt, dass die Fischtreppe wesentlich günstiger und weniger Eingriff in diese Natur hier bedeutet, als die 10.000 Euro, die zurzeit für diese Abrissmaßnahme geplant sind. Würde dann die Menschen, die hier bei der Petition mitmachen, eventuell handwerklich das Ganze unterstützen, das Vorhaben? Also da gibt es, auf der Petition gibt es einige, die bereits hier Fischtreppen gebaut haben. Und da wäre natürlich klar die Unterstützung von der Bevölkerung, von den Organisationen vorhanden. Die Naturschutzexperten des Regierungspräsidiums weisen darauf hin, dass der Staubereich beim Wehr sowie insbesondere der davon abgeleitete Oberwasserkanal mit seinem stillstehenden Wasser, den steilen Ufern und der versandeten Gewässersohle keinen naturraumtypischen Lebensraum für Arten der natürlichen Mittelgebirgsbäche darstelle. Thomas Bächle von der IG Kleine Wasserkraft ist der Meinung, dass so eine kleine Stauanlage eher errichtet gehört als abgebrochen. Weil alles deutet darauf hin, dass man diese Wassermassen in der Natur zurückhalten soll und nicht das Abflussverhalten noch beschleunigen, durch das, dass man solche kleinen Stauanlagen alle entfernt. Außerdem sind in den Stauanlagen eine eigene Ökologie, die wird komplett zerstört. Sowas dürfte nicht passieren, vor allen Dingen die Behörde müsste sowas verhindern und nicht mit aller Gewalt durchsetzen. Das ist meine Meinung zu dem Thema Abriss von der Stauanlage. Ob die Menschenkette den Bagger am Dienstag stoppen kann, wird sich zeigen. Schwarzwald TV ist für Sie vor Ort. Eine Live-Übertragung der Sitzblockade ist allerdings aufgrund des fehlenden Mobilfunknetzes nicht möglich. Ein Nachbericht folgt.